Hallo, heute möchte ich zeigen, wie man das Hauptmenü modifiziert. Ein Programm hilft mir dabei. Dieses Programm ist zu finden unter System, Einstellungen, weitere Präferenzen, Menüstruktur. Oder ich klicke mit der rechten Maustaste auf das Menü und klicke anschließend auf Menüs bearbeiten. Desgleichen kann ich auch das Programm mit einem Kommando starten. Ich drücke gleichzeitig die Tasten Alt und F2 und gebe ein à la carte, geschrieben mit C, Enter. Ich kann durch ein Häkchen ganz vorne bestimmen, ob der Menüeintrag angezeigt wird oder nicht. Als Beispiel nehme ich hier mal das Häkchen bei Word Processor weg. Und Word Processor ist nicht mehr da. Füge das Häkchen wieder hinzu und der Eintrag ist wieder im Menü. Ich kann die Reihenfolge der Menüeinträge beeinflussen, mit den Buttons nach oben verschieben, nach unten verschieben. Klicke einen Eintrag an, betätige nun als Beispiel nach oben verschieben und Word Processor ist über Spreadsheet. Betätige nun den Button nach unten verschieben und Word Processor ist wieder ganz unten. Menüeinträge lassen sich auch ganz entfernen. Man klickt mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und wählt Löschen. Ich kann durch das Klicken auf den Button Neue Trennlinie eine Linie an eine bestimmte Stelle bringen. Klicke hier mal Spreadsheet an. Tätige nun den Button Neue Trennlinie und es entsteht eine Linie zwischen Spreadsheet und Word-Prozessor. Die kann ich wieder entfernen. Klicke mit der rechten Maustaste drauf und gehe auf Löschen. Keine Linie mehr da. Ich kann ein neues Menü hinzufügen mit dem Button Neues Menü oder einen neuen Menüeintrag einleiten mit dem Button Neuer Eintrag. Als Beispiel klicke ich auf Neuer Eintrag, gebe einen Namen ein, einen Kommentar und den entsprechenden Befehl. Bestätigung mit OK. Und der neue Eintrag ist unter Word Processor. Jetzt noch einen kleinen Tipp. Möchte man eine Verknüpfung zu einem Programm im Menü auf den Desktop, sucht man sich das Programm im Menü raus, klickt auf das Programm, behält den Klick bei und zieht das Programm auf den Desktop und lässt los. Und eine Verknüpfung entsteht automatisch. Das gleiche geht auch, indem ich mit der rechten Maustaste auf das Programm klicke und ich gehe dann auf als Starter zum Desktop hinzufügen. Am Ende noch kurz ein Beispiel, wie man per Hand einen Menüeintrag verschiebt. Ich werde versuchen, den Menüeintrag Texteditor unter Anwendung Zubehör zu verschieben nach Anwendung Büro. Als erstes, ich starte ein Terminal, gehe auf Anwendung, Zubehör, Terminal. Zweitens, ich brauche Administratorrechte. Ich tippe ein SU, Enter, gebe das Admin-Passwort ein, Enter und los geht's. Ich wechsle zum Verzeichnis User Share Applications, gebe ein CD, Leerzeichen, Schrägstrich, USR, Schrägstrich, Share, Schrägstrich, Applications, Enter. Hier gibt es zu jedem Desktop-Programm eine Textdatei mit der Endung .desktop. Diese Dateien beinhalten Einträge bezüglich der Menüstruktur. Die Datei Gnome-gedit.desktop für den Texteditor,
werde ich nun ändern. Ich tippe ein VI. Das ist übrigens ein Texteditor für den Textmodus. Leerzeichen, jetzt die Datei. gnome-gedit.desktop. Gehe zur Zeile mit dem Anfang Categories. Ganz unten, hier ist die Zeile. Drücke die Taste I, so kann ich den Text ändern. Und ersetze Utility durch Office. Okay. Drücke die Taste Escape und danach Doppelpunkt. W für Schreiben und Q für den Texteditor beenden. Enter. Und es hat geklappt. Der Texteditor ist jetzt unter Anwendung Büro und nicht mehr unter Anwendung Zubehör. Um den Admin-Modus zu verlassen und das Fenster zu schließen, gebe ich zweimal Exit Enter ein. Exit Enter. Exit Enter. Okay, und nicht vergessen, ich habe das heute nicht gemacht, wenn man an einer Datei Änderung vornimmt, immer vorher eine Sicherheitskopie der betreffenden Datei herstellen. Okay, okidoki, Ende gut, alles gut, dann bis zum nächsten Mal, ciao.